Hey Leute, Remick hier. Heute geht's um die, ihr seht schon im Hintergrund, die Jugbugs. Die sind euch wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Mal begegnet. Einmal die Oil Jugbugs und die Water Jugbugs. Die unterscheiden sich darin, dass die Water Jugbugs meistens so einen eher blauen Hintern haben und die Oil Jugbugs eher so einen roten, rosanen, orangenen. Also die kann man eigentlich relativ gut unterscheiden. Hier, das wird jetzt ein Oil Jugbug sein. Genau. Wenn ihr dann dahin geht in die Nähe und bei dem Oil Jugbug zum Beispiel Take Oil macht, bekommt ihr, ihr habt es gesehen, links einmal Oil und bei dem Water Jugbug bekommt ihr einmal Wasser. Da wird einfach das Wasser aufgefüllt. Ich bin gerade nicht durstig, deswegen kriege ich jetzt auch kein Wasser. Ja, jetzt, weswegen ihr vielleicht im Video seid, die ernüchternde Nachricht, die kann man leider nicht tamen. Also, außer ihr benutzt den Admin Command. Moment. So, wir benutzen jetzt mal den Force Tame Command, dann könnt ihr die tame. Da seht ihr jetzt dann vielleicht auch mal die Anzeige hier. Der hat 45 von 200 Wasser aufgenommen. Aber leider ist es sonst nicht möglich, die Jugbugs zu zähmen ohne den Cheatcode Force Tame. Finde ich sehr schade, weil eigentlich wären die ganz cool, wenn man sich so einen dann mal in die Base stellen könnte oder sowas, dass er dann auch irgendwie auf Wandern herumfliegt und dann auch sein Wasser bzw. Öl auflädt. Aber es funktioniert leider nicht. Ja, viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Die könnt ihr dann tatsächlich einfach nur in der Wildnis begegnen und nicht zähmen. Sehr schade, aber so ist es. Ich hoffe, die Information ist die, die ihr haben wolltet. Auch wenn es jetzt vielleicht enttäuschend ist und ihr so ein Ding mal bei euch in die Base stellen wolltet. Aber so ist das. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch weitergeholfen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.